Der türkische Außenminister Cavusoglu erwartet in diesem Jahr eine Verbesserung der Beziehungen zu Deutschland. Die Journalistin Tolu, die derzeit auf ihren Prozess wartet, sieht das anders und verweist auf etliche Deutsche, die noch immer in Haft sitzen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu rechnet im neuen Jahr mit einer deutlichen Entspannung im Streit mit Deutschland. Noch im Januar will er deshalb in die Bundesrepublik kommen. Ich denke, dass beide Seiten bereit dazu sind, die Beziehungen zu normalisieren, sagte Cavusoglu in Ankara. Ich erwarte also ein viel besseres Jahr 2018. Der Minister warnte Deutschland allerdings zugleich vor Drohungen gegen sein Land. Auch Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich kürzlich optimistisch über eine Verbesserung des Verhältnisses zu Deutschland geäußert. Dagegen glaubt die deutsche Journalistin Mesale Tolu trotz der Freilassung mehrerer Deutscher aus türkischer Haft nicht daran, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern kurzfristig entspannen werden. Erdogan hat am vergangenen Mittwoch moderate Töne angeschlagen. Aber lösen sich die Probleme bloß, weil man Journalisten freilässt, sagte Tolu der Tageszeitung. Die beiden Seiten fassen einander jetzt zwar sanfter an, so Tolu. Doch es gebe noch immer andere Inhaftierte und viele weitere Deutsche, die die Türkei nicht verlassen dürften. Die Journalistin war Mitte Dezember aus der Untersuchungshaft in Istanbul entlassen worden. Sie darf jedoch nicht ausreisen, der Prozess gegen sie wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation soll im April fortgesetzt werden. Die Verhaftung mehrerer deutscher Staatsbürger, darunter Journalisten und Menschenrechtler, hatte zu den diplomatischen Verstimmungen zwischen beiden Ländern beigetragen. Den Festgenommenen wird in vielen Fällen Terrorpropaganda vorgeworfen. Einige von ihnen, wie Tolu, wurden inzwischen freigelassen, teilweise dürften sie das Land auch verlassen.